Wer beim Arbeiten eine Maske tragen muss, muss sich häufig stärker anstrengen. Führt das dazu, dass man dann mehr Pausen machen darf? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht auf Kündigungsschutz spezialisiert und beantworte seit längerer Zeit auch Fragen zum Thema Corona. Und wer bei der Arbeit eine Maske tragen muss, der muss sich mehr anstrengen. Es gibt Menschen, die sagen, sie können die Maske gar nicht tragen, aber wenn man eine aufhat, selbst so wie ich jetzt, man muss sich einfach mehr anstrengen, ist unangenehmer. Ja? Ich muss lauter sprechen, meine Arbeit ist ja Videos machen, ich muss lauter sprechen, die Maske rutscht, ich muss mich dauernd hier anfassen, die hochziehen. Die Maske ist auch, irgendwie ist das auch nicht angenehm, dadurch zu atmen. Ich habe zum Beispiel hier auf der Haut immer so leichte Hautreizungen. Ich ziehe mir die dann so bald wie möglich, wie es geht, auch immer runter. Und ich brauche natürlich hier im YouTube-Studio, wo ich alleine bin, überhaupt keine Maske tragen. Aber ich will damit nur sagen, ich weiß auch, was das bedeutet mit der Maske. Weil immer manche Kommentatoren, die mir jetzt nicht so wohlgesonnen sind beim Thema Corona, die stellen das ja immer so dar, als ob sie die Einzigen sind, die eine Maske tragen müssen. Ich muss auch eine tragen. Ja? Wir haben es jetzt im Büros hier, aufgrund unserer vor Ort hier, unserer Situation, habe ich Maskenpflicht im Rahmen des Sicherheitskonzepts verordnet. Und die ist auch sowieso, besteht jetzt sowieso. Wir sind jetzt so von den Zahlen, dass wir es eben machen müssen, wenn man nicht direkt am Arbeitsplatz ist. Wobei meine Mitarbeiter am Arbeitsplatz alleine sind und dann können sie Maske abmachen. Das ist auch zulässig im Moment. So, und jetzt ist aber die Frage hier von Angelika. Schöne praktische Frage, wie ich die liebe. Wenn ihr solche Fragen habt, stellt die in die Kommentare. Ich fische mir immer mal was raus. Und hier hatte ich gerade von Ralf ja schon mal ein Video gemacht, für Ralf ein Video gemacht, quasi für die Frage. Und Angelika gleich darunter auch eine super Frage. Ich arbeite in einem Supermarkt und muss ab und zu beim Befüllen der Regale aushelfen. Da ist man natürlich mehr in Bewegung und ist leicht außer Atem. Ja, also absolut, absolut, kenne ich genau. Darf ich dann, weil ich die Maske ja tragen muss, öfter mal an die frische Luft gehen? Das bedeutet ja nicht, dass man dann die Arbeit nicht leisten kann. Kann bzw. darf mein Arbeitgeber mir das verbieten? Spannende Frage. Zunächst einmal. Ich arbeite oder ich habe Pause. Während der Arbeit muss ich arbeiten. Jetzt hat der Arbeitgeber aber auch für die Arbeitssicherheit zu sorgen. Und ich gerade beim Befüllen von Regalen muss man unter Umständen auch hantieren und wenn man da ohnmächtig wird oder so, dann kann das schon ein Problem sein. Das Problem ist hier aber, dass wir das alles nicht genau wissen. Also man muss ja mal sagen, ich bin ja ein Befürworter der Sicherheitsmaßnahmen, aber eins ist wirklich klar, dieses, wie das so mit den Masken im Einzelnen sich verhält, welche Folgen das hat und was die das haben kann, das ist wesentlich unerforscht. Ja, und es ist nicht so völlig harmlos, wie selbst ich auch immer gedacht habe. Ja? Ich muss sagen, mein Problem war etwas, ich musste mich bei einigen hier ja fast ein bisschen entschuldigen, oder weil ich manche Kommentare auch wirklich übel genommen habe und gesagt habe, warum regen die Leute sich so doll auf? Ja? Aber ich hatte die Maske halt immer zum Einkaufen auf, war häufig der Einzige. Und das hat mir überhaupt kein Problem bereitet. Ja? Ich habe gar nicht gemerkt, wie Leute ein Problem haben können. Seit wir die im Büro aufhaben, habe ich doch verstärkt auch Probleme. Also es ist unangenehm. Und es ist auch, wenn ich sie länger auf hätte, ich hatte auch neulich einmal Kopfschmerzen, migräneartige Kopfschmerzen und hatte echt das Gefühl, das ist von der Maske. Ja? Weiß ich jetzt nicht genau, aber da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh Mann, ey, da haben doch einige recht. Und wenn man sie, ist doch völlig egal, selbst wenn ich mir nur einbilde, die Kopfschmerzen habe ich trotzdem. Ja, und ich bin Geistesarbeiter, mit Kopfschmerzen schwierig. Ja, jetzt ist aber folgendes Problem, Angelika, was du hast. Wenn du jetzt einfach an die frische Luft gehst, kannst du eine Abmahnung dir fangen und im Wiederholungsfall eine Kündigung, weil du illegal oder nicht zulässig illegal, ist jetzt zu hoch gegriffen, aber arbeitsvertragswidrig eine Pause machst. Du arbeitest ja an der frischen Luft nicht. Und dementsprechend kann ich auf keinen Fall dazu raten. Wenn du wirklich dauerhaft Probleme hast, wende dich, wenn es einen Betriebsrat gibt, an den Betriebsrat, ansonsten an den Vorgesetzten. Rege an, dass gegebenenfalls häufiger Pausen gemacht werden, ja, dass ihr eine andere Pausenregelung findet. Es sollte unbedingt im Einvernehmen geschehen. Wenn du deine Arbeitsleistung nicht ohne Gesundheitsgefährdung erbringen kannst, müsstest du ansonsten im Zweifel zum Arzt gehen, dem die Situation schildern. Und wenn du es nicht kannst, dann bist du eben dann doch arbeitsunfähig. Ansonsten hat sich dein Job einfach
von den Konditionen verschlechtert. Das wäre ungefähr so, wie wenn künftig die Pakete alle im Standard 5 Kilo mehr wiegen. Ja, solange das noch arbeitssicherheitstechnisch und gesundheitsmedizinisch noch zulässig ist, müsstest du die dann trotzdem in die Regale sortieren und könntest auch nicht öfter Pause verlangen. Ja? Ich weiß, das wird dir nicht gefallen, aber so ist das erstmal. Ich würde in solchen Fällen, wie gesagt, irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden, gegebenenfalls über den Betriebsrat. Und wenn es eben gar nicht anders geht, wenn du krank wirst davon, dann bist du eben krank. Ja? Das einfach zu sagen, ich gehe raus, könnte in einer Abmahnung bzw. einer Kündigung enden. Dazu kann ich hier einfach nicht das empfehlen. Wenn du aber eine Kündigung hast, kannst du natürlich hier unsere Möglichkeiten nutzen, die wir haben an Beratung, kostenlose telefonische Erstberatung. Wenn so etwas kommt, könnt ihr das alle machen. Aber es ist, ich rate ab, es ist nicht empfehlenswert, es dazu kommen zu lassen, denn wer seinen Job liebt oder wer seinen Job braucht in Corona-Zeiten, der sollte ihn deswegen nicht riskieren. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich muss ja nicht da, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit Maske den ganzen Tag Regale befüllen, ey, boah, ich kann mir, also, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also vielleicht habe ich jetzt hier auch, keine Ahnung, ob ich vielleicht die falschen Masken, ich habe hier so eine riesen Packung Masken bestellt, habe da nicht genau hingeguckt bei Amazon, wie immer, wo ich alles bestelle, die kam aus China, ja. Vielleicht ist hier irgendwas drin, was die jetzt auch besonders unangenehm macht. Ich würde auch im Zweifel, jetzt habe ich nochmal Stoffmasken bestellt, die werden sicher besser zu handeln sein, aber ich fand auch diese Stoffmasken immer, wenn die denn so feucht wären und so, ist auch nicht so ideal. Ja? Also eine ganz super Lösung gibt es nicht. Andererseits gibt es Berufsgruppen, die seit ihr Leben lang mit Masken arbeiten müssen. Ja? Und ich sage mal so, ein Chirurg ist auch ein Knochenjob. Ja? Also da so ein OP-Tisch stundenlang stehen, gebückt. Ich habe das früher mit meinem Vater gemacht und das war nur bei Tieren und das dauerte auch nicht so lange. Und da war auch die Anspannung nicht so groß. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich auch ein ganz harter Job und die machen das auch die ganze Zeit mit Maske. Ja, geht gar nicht anders. Mein Zahnarzt, kann ich mich auch erinnern, macht eigentlich auch immer mit Maske. Ich wollte ja früher auch mal Medizin machen. Allein deswegen bin ich echt mittlerweile heilfroh, dass ich das nicht gemacht habe. Vielleicht gewöhnt man sich aber auch an solche Geschichten. Wer da Erfahrungen hat, wer sagt, was haben die denn? Die Maske ist doch gar kein Problem. Auch mal bitte in die Kommentare schreiben. Mache ich vielleicht was falsch? Soll ich mir andere Masken besorgen? Also ich bin wirklich jetzt nicht, ich mache das jetzt nicht, um euch zu motivieren, irgendwelche Kommentare zu schreiben, sondern mich interessiert es wirklich. Ja? Also wer mir da Tipps geben kann, gern auch an berlin@recht-bw.de. Sonst habe ich da immer nicht so viel Zeug gerne im Posteingang. Aber was das Thema Masken betrifft, wer da eine super Maske hat, wer da eine super Lösung für hat, bitte mal schreiben, interessiert mich wirklich, hilft mir direkt. Ja? Gern mit einem Link, wo ich das Ding gleich bestellen kann. Ich bin ja eine faule Socke. Ja, Angelika, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal. Ich freue mich über Daumen hoch und über, ja, was, also über eure Hilfe. Tschüss.